rein. 0,55 Euro. Ich bin ein normaler Dealer, der einzeln verkauft. Polizeilichen Kriminalstatistik, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute Mittag in Berlin vorgestellt hat. Besorgniserregend ist die Verrohung in unserer Gesellschaft und deren deutsche Staat ist deutscher Staat, interessiert mich nicht. Wir haben unsere eigenen Gesetze, sonst würden wir doch nicht so eine Scheiße machen. Diese Verrohung zeigt sich nicht nur in der Sprache, in Respektlosigkeit, darin, wie ruppig manche mit ihren Mitmenschen umgehen. Sie zeigt sich auch in der Kriminalität. Und zwar überall. Berlin zählt die meisten Straftaten in Deutschland. Das Risiko, hier zum Opfer zu werden, ist doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Einbrüche, Diebstähle, Drogen, extremistische Gewalt. Berliner leben zwischen Freiheit und Angst. Der größte Tatort ist der Alexanderplatz. Sie haben die ganzen Taschendiebstähle. Hier finden eine Vielzahl von Raubstraftaten statt. Körperverletzungsdelikte in unterschiedlicher Schwere. Das geht von Konflikten eins gegen eins los, bis zu ganzen Personengruppen, die aufeinander losgehen. Und das halt jeden Tag. Hier hat sich die Kriminalität in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Carsten Milius vom Kriminaldauerdienst ist nach Straftaten wie Raub oder Körperverletzungen oft der Erste am Tatort. Also ich kann mich selbst noch an einen Fall erinnern vor vielen, vielen Jahren, der hier in diesem Bereich passierte, wo auch ein völlig unbescholtener Bürger einfach an die falsche Gruppe geriet und in einem Streit um eine nicht gegebene Zigarette oder was auch immer aus der Tätergruppierung ein Messer gezogen wurde. Und das Messer wurde dem Herrn durch den Hals durchgezogen. Der hat das dann auch Gott sei Dank problemlos überlebt. Und dieser Fall ist tatsächlich einfach als kleine Randnotiz in den Polizeinachrichten untergegangen. So ein Fall würde heute ganz anders in der Presse behandelt werden und würde dann natürlich bei dem Bürger wieder den Eindruck erzeugen, dass man hier auf dem Alexanderplatz ständig mit dem Messer angegriffen wird. Zuletzt haben veröffentlichte Videobilder solcher Gewalttaten für Aufregung gesorgt. Die Berliner Polizei sucht nach einer weiteren brutalen U-Bahn-Attacke nach dem Täter. Er soll ca. 30 bis 40 Jahre alt sein. Diesmal passiert es am 11. Juni. Aber so auf die Polizei sich so verlassen, wenn dann wirklich was passiert. Bei Franka ist das Sicherheitsgefühl gesunken. Sie hat selbst eine Zeit lang am Alex gearbeitet. Also ich bin morgens zur Arbeit gekommen, habe die Nachtschicht abgelöst im Hotel. Und es gibt halt jemanden dort, der wohnt dort um die Ecke und kam immer zum Zigarettenschnorren rein. Und dann habe ich ihn zur Tür begleitet, habe die Tür aufgemacht, habe gesagt, jetzt raus, raus. Und dann stand er wirklich vor mir und hat dann halt die Faust geballt und mir richtig eine drauf. Ja, und dann war ich erstmal krank den Tag und musste ins Krankenhaus. Trotzdem ist sie auch nachts am Wochenende mit Freunden hier unterwegs. Auch in der U8, in der U-Bahn der Dealer. Sie verkaufen direkt vom Bahnsteig aus. Tarek fährt selbst zu seinen Kunden. Clubs auch. Ich bin ja einfach wie ein ganz normaler Autofahrer, der rumspaziert in ganz Berlin. Ich bleib ja nicht in einem Punkt stehen und frage jeden Menschen, brauchst du was, brauchst du was, brauchst du was, brauchst du was?
Tarek stammt aus einer arabischen Großfamilie. Für die kriminellen Clans verkaufen aber längst andere Leute auf der Straße die Drogen. Die Dealer kommen zunehmend aus nordafrikanischen Ländern. Verkauft wird alles, von Speed bis Kokain, manchmal vor den Augen der Polizei. Na guck mal, ich erzähl's dir mal so. Ein Flüchtling, ja, von seinem Land zu einem anderen Land zu kommen und einfach in einem Platz zu dealen, kann er nicht. Da gibt es Großfamilien, die einfach packen und sagen so und so, hier machst du für mich. Und da bekommen die eine Menge und verkaufen es für den. Und die bekommen ihre Taschengeld, aber weiß ich nicht wie viel. Die Clans machen mit Flüchtlingen ihr kriminelles Geschäft. Das ist bei der größten deutschen Staatsanwaltschaft bekannt. Sjors Kamstra hat 25 Jahre Erfahrung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Meine Einschätzung ist die, wir haben eine Menge Flüchtlinge bekommen, die, das sind Armschlucker in jeder Hinsicht, die kommen in eine fremde Welt. Sie sind wirtschaftlich an der untersten Ebene angesiedelt. Jetzt frage ich mich mal, für wen können solche Menschen interessant sein? Auch die arabischen Großclans, die wir in Berlin haben, die sich oder andere Gruppierungen, die sich mit Rauschgifthandel beschäftigen, brauchen den kleinen Händler auf der Straße, der die Portionen übergibt, der das Zeug in den Mund nimmt, der die Bunker verwaltet. Es scheint aus meiner Sicht nicht unlogisch oder erschienen nicht unlogisch, wenn man sich Flüchtlinge bedient, die plötzlich einen Ansprechpartner haben, der ihre Sprache spricht, der ihnen sagt, hör mal zu, Transferleistungen, so üppig ist das nicht. Du kannst bei mir in kürzester Zeit gegen relativ geringes Risiko viel mehr Geld verdienen. Ich könnte mir also vorstellen, dass es da Konnexitäten gibt. So haben sich die Drogendelikte hier zuletzt verdoppelt. Die neue Polizeieinsatzgruppe Cottbusser Tor versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen. Besonders nachts. Aber viele Dealer sind noch da. Das sind die ganzen Ossis hier. Wenn du alle fünf Minuten nach Drogen gefragt hast, ob du welche kaufen möchtest, ist das auch nicht so schön. Ich war hier mit einem arabischen Freund vor zwei Wochen. Wir sind hier ausgestiegen und das erste kam. Sag mal, hast du was zu rauchen da? Nein, wir sind hier ausgestiegen heute und da nickt er uns an und ich nick zurück, weil ich so blöd bin und nick den an. Und dann sagt er zu uns, ja, Haschisch. Ja. Der Kotti wurde deutschlandweit zum Symbol öffentlicher Verwahrlosung. Freitagabend in Berlin-Kreuzberg. Das Cottbusser Tor gilt als Brennpunkt Berlins. Es ist ein Platz der Gesetzlosen und für viele ein No-Go-Area. Das Cottbusser Tor. Sensationsberichte steigerten die Angst. Wir stehen trotzdem hier und kommen trotzdem hierher. Es wurde vor kurzem ein Mord begangen. Aus Kriminalfällen wurden in der Aufgeregtheit allgemeine Bedrohungslagen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier in Berlin geboren, lebe in Berlin und ich habe hier noch nie was erlebt. Ich habe noch nie jemanden, mich hat noch niemand versucht auszurauben oder so. Auf der Partymeile zwischen Kreuzberg und Friedrichshain floriert neben dem Drogenhandel auch der Taschendiebstahl. Die Warschauer Brücke gehört zu den besonders kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin. Raubüberfälle haben seit 5 Jahren drastisch zugenommen. Hasismo abit mein Team balatmis und der Rest ist auf Nies. Ich hoch ein Saruch. Mir geht es hier gut. Für die Familie fließt auch Blut. Reimketten, ich lass dich Blei schmecken. Hab die 9 mm immer einstecken. Fick deine Gang, fick dein Peace. Die 9 mm in den Jeans. Aziz Miri stammt aus einer der größten arabischen Clans in Deutschland. Wie viele Männer in seiner Familie ist er kriminell. Darüber singt er auch.
Freunde, morgen Feinde, Opfer oder Täter, 9 mm, Mercedes-Benz und die Sitze aus Leder. Multikriminell, ich mach jetzt einen auf Schlau, keine Gnade, keine Liebe, ich vertrau keine Frau. Waschwarstraße, kennt ihr das? Klar. Ja, Waschwarstraße waren wir da, haben wir Touristen gesehen. Zwei Jungs da, die wollten feiern gehen und sagten, ey, wissen wo, also haben sie uns gefragt, wo wir feiern können, bla bla bla. Da könnt ihr feiern gehen. Dann haben wir die halt Handys weggenommen, ihr Geld und so. Das war's. Wie lief das ab? Ja, wir haben Messer gezeigt auf denen, haben ihr Handy und Geld weggenommen. Das war's. 12 Millionen Besucher zieht es jährlich in die Metropole. Viele junge Leute. Auf der Suche nach dem Berlin-Gefühl. Für andere wiederum ist hier der Ausgangsort ihrer kriminellen Karriere. Diese Leute lernen dann an ihren Erfolgen bzw. am Misserfolg der Polizei und werden dann natürlich auch immer dreister mit ihren Taten. Dass sie dort also meistens den Prototyp der kriminellen Karriere haben. Dass sie also sehen können, dass diese Leute ganz klein angefangen haben, kleinen Diebstählen, kleine Einbrüche, vielleicht in Kioske oder ähnliches und sich dann langsam hocharbeiten. Einbrüche gelten hier als Ausbildung für die organisierte Kriminalität. So, ich gehe nur einbrechen, zum Beispiel, wo ich weiß, die haben Geld. So. Ich gehe nicht irgendwo bei irgendwelchen Leuten einbrechen, wo ich weiß, die haben kein Geld. Die sind Minus, die haben nichts. So, ich gehe bei Leuten, die wirklich Geld haben. Häuser im Berliner Speckgürtel sind besonders beliebt bei Einbrechern. Die meisten liegen nahe der Autobahn. Das Haus von Gisbert Bartsch wurde vor 10 Jahren zum ersten Mal Ziel von Einbrechern. Und da habe ich mir dann als nächstes überlegt, das musst du unterbinden und habe mir hier diese schönen Riegel bauen lassen. Und die setze ich dann davor. Und da kommen hier noch so eine Stibis rein, damit man das nicht raushebeln kann. Und als sie nach einem zweiten Einbruch hier rein wollten, haben sie gemerkt, scheiße, hier kommen sie nicht rein. Auch einige Nachbarn waren betroffen. Die Einbrüche brachten Unruhe ins Idyll. Manche sehen seither ihre Freiheit bedroht. Mich hat es eigentlich nicht so sehr beeindruckt, meine Frau eher ein bisschen. Also die hat dann auch ein bisschen Angst gehabt und hat gesagt, ja, Lene will sie jetzt hier nicht mehr so und... Aber ich habe gesagt, guck mal, die sind mal extra gekommen, wenn keiner da war. Und natürlich will man auch nicht, dass sein Eigentum geklaut wird. Dafür hat man es ja nicht. Aber ich glaube, das gehört zum Leben einfach dazu. Über diese beiden Fenster, die sind ja schön groß und ebenerdig, kommt man wunderbar rein, haben sie über dieses Fenster versucht reinzukommen und haben hier... Nur jeder 13. Fall wird aufgeklärt. Zweimal kräftig reingehauen. Auch der zweite Einbruch bei ihm blieb für die Täter folgenlos. Also ich kann mit den anderen nie rechnen. So, also insofern. Warum nicht? Weil der mir auch gleich gesagt hat, ey, das sind so Banden, die toben hier durch. Davon erwischen wir nicht viele. Also seit ich bei der Polizei arbeite, ist mir dieses Phänomen bekannt, dass es reisende Einbrecher gibt. Und diese Tätergruppen kommen häufig nach Berlin in ein bestimmtes Viertel. Oder halt in die Stadt, begehen eine Reihe von Straftaten und ziehen sich dann wieder zurück. Das heißt, häufig wissen wir überhaupt nicht, dass diese Personen sich überhaupt in Berlin aufhalten. Und dann kann es halt dazu führen, dass bis wir herausfinden, wer das überhaupt ist, diese Leute sich wieder in ihre Ursprungsländer zurückgezogen haben. Die Zahl der Einbrüche hat sich zwischenzeitlich fast verdoppelt. Seit Wegfall der Grenzkontrollen zum nahen Osteuropa vor 10 Jahren. Damals wurde der Stellenabbau bei der Polizei vorangetrieben. Wir haben halt als Ermittler den Schreibtisch voll, ne? Und haben eigentlich gar keine Zeit mehr, sich um den einzelnen Fall zu kümmern. Und kriegen halt jeden Tag ja, mit einer großen Schippe die Anzeigen auf den Tisch. Und wenn sie dann halt
50, 60 Vorgänge auf dem Schreibtisch haben. Da kommt man in, ja, bekommt man Probleme. Und als die Polizei dann da war, sagten die, es ist wahrscheinlich auf der Rolltreppe passiert, weil das ist so der übliche Angriffspunkt. Ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Und ja, ich war gerade vorher im Geldautomaten gewesen, es waren 400 Euro in bar drin und alle Papiere. Für organisierte Banden ist Taschendiebstahl ein Riesengeschäft. Die Polizei heftet die meisten Fälle bloß ab, beschränkt sich längst auf Aufklärungskampagnen. Ich war so schwindelfrei und ja, mir kann das ja nicht passieren. Und nein, jeder ist angreifbar. Jeder kann irgendwann mal Opfer werden. Und es ist schon ein übler Schreckmoment, wenn du guckst, die Handtasche steht auf und deine Brieftasche ist weg. Das ist kein Spaß. Ja? Und natürlich lief in meinem Kopf sofort der Film ab. Und ich war, ich hatte gerade eine betriebsbedingte Kündigung bekommen. Ich war kurz vor einer Reha-Klinikaufenthalt. Also mir ging es auch gesundheitlich nicht gut. Das kam noch hinzu. Und dann dachte ich, oh nein, jetzt muss ich mich um das alles kümmern. Karten sperren lassen, Personalausweis, Führerschein, alles neu besorgen. Die Freiheit, überall hinzugehen, wo sie will, lässt sich Susanne Trampe aber nicht nehmen. Ich fühle mich in Berlin weitgehend sicher. Und die Orte, von denen ich denke, na, ich weiß nicht, ja, wie soll ich sagen, da bin ich auch nicht. Also zum Beispiel Hermannplatz. Ich bin nicht in dieser Gegend. Und ich muss da auch besichtigungshalber nicht hinfahren. Also Neukölln hat für mich nichts Anziehendes. Jede zweite Geschäft gehört ein Araber. Für mich ist es ganz normal. Ich fühle mich normal wohl. Eine Handvoll Großfamilien hat in dieser Gegend das Sagen. Das ist das Wichtigste auf der Welt, was gibt's. Außer Familie steht keiner hinter mir. Wo Geld ist, da sind wir. Das Problem ist, dass diese Clans tatsächlich auf ganz vielen Feldern der Kriminalität aktiv sind. Und es eigentlich kaum einen Bereich gibt bei der Berliner Kriminalpolizei, wo man nicht irgendwann auf diese Clans stößt. Drogen, Waffen, Zuhälterei, Schutzgelderpressung. Sie brauchen im Prinzip immer eine gewisse Ballung von bestimmten Personen. Von Personen mit Hang zur Kriminalität. Wenn Sie diese Ballung erreicht haben, haben Sie ein Milieu, das sich dann auch gegenseitig befruchtet, auch anfeuert und dann natürlich auch in sich den Nachwuchs rekrutiert. In Tareks Lebenswelt stellt sich die Sache so dar. Deutsche sind ja fleißig in der Schule, oder nicht? Und leben ja nicht von Hartz IV. Die meisten, die von Hartz IV leben, sind ja Araber, Türken. Und wenn ich mit Schule weiterkommt, fängt irgendwas auf der Straße aufzubauen. Diese kriminelle Haltung wird von Gangster-Rappern aus den Clans zum Lebensstil stilisiert. Auf Staat seinen Nacken ist auch Tareks Motto. Ich lebe von Hartz IV. Ich bin eigentlich beim Jobcenter, aber ein Freund hat mich jetzt
bei einer Maßnahme angemeldet. Jetzt lässt mich Jobcenter gerade in Ruhe. Berliner machen keine Spielchen, Fluchtwagen mieten. Hauptstadt Diebe, Hauptsache fliehen mit V8-Maschine. Tipps gibt's viele, aber nicht wie diese. 70 Riesen, ich investiere. Ich gehe ja nicht hin, das ist die Sache. Aber es wird so gezeigt, dass ich hingehe. Der Freund kennt jemanden von Maßnahmen, deswegen. Also, ich bin angeblich jeden Tag da. Wie soll ich das sagen? Also diese Sorte von Kriminalität akzeptiert nicht den Staat als die Instanz, vor der sie sich am meisten fürchten. Nun muss Staat auch nicht immer nicht was Angsteinflößendes sein, aber zumindest was Respekteinflößendes. Die Stellung der Familie über alles führt dazu, dass die internen Sanktionen, die ein Clan-Mitglied erfahren oder erwarten darf, wenn er querschießt, sehr viel bedrohlicher sind als die Sanktionen, die ihm der Staat androhen kann. Ich habe noch nie mein Leben Polizei gerufen. Mit sowas bin ich nicht groß geworden, Polizei rufen oder so. Dann werden die sagen, ah, guck mal, der und der hat Polizei gerufen. Verlieren wir Respekt. Man kann doch nicht seinen eigenen Freund anscheißen, oder? Das geht doch gar nicht. So, das ist bei uns Straßenkodex. Also, das geht bei uns gar nicht. Sowas ist auf jeden Fall die ekelhaftste Art, die man auf der Straße bringen kann. Von Leuten, die mit Polizei arbeiten, sind originale Bastarde für mich. Ja. Und werden auch originale Bastarde bleiben. Aus Angst sagen nur selten Zeugen gegen Clan-Mitglieder aus. Der für mich zuletzt auffälligste Fall war ein Opfer eines Clan-Mitgliedes, der bezahlt werden sollte, dann bedroht worden ist, bis fast zuletzt bei seiner Aussage blieb, dann allerdings in der Hauptverhandlung umfiel aufgrund des Drucks, der ihm gemacht worden ist. Dann hat er eine Falschaussage gemacht in der Hauptverhandlung, ist selbst angeklagt worden. Am Tag des Urteils gegen diesen Mann, also gegen das eigentliche Opfer, hat er dann irgendwann abends in einem Café gesessen. Auftritt drei Männer, die dem ursprünglichen Clan-Mitglied zuzuordnen sind, die haben ihm mit einem Messer den Oberschenkel perforiert. Da gibt es keinen Schlamm mehr, da gibt es sofort Stiche. Ja? Und wer sich dazu noch einmischt von seinem Familienkreis, kriegt noch dazu ein paar Stiche. Alles auf Aufnahme. Auch Polizisten werden unter Druck gesetzt. Die Clans verhindern durch Rudelbildung Einsätze gegen einzelne Familienmitglieder. Es wird geschrien, es wird gebrüllt, die Polizeibeamten werden verbal attackiert, sie werden teilweise weggedrängt, bis hin zu Gefangenenbefreiungen. Also wenn es zu Festnahmen gekommen ist, versucht man den Festgenommenen wegzuzerren. Erleben wir zunehmend häufiger, zeigt für mich auch, dass wir aufpassen müssen, dass auf der Straße der Respekt vor der Staatsgewalt nicht verloren geht, wenn sowas permanent passiert und in der Öffentlichkeit auch der Eindruck vermittelt wird, die Polizei hat Schwierigkeiten, sich dagegen zu wehren. Das ist ein Buch in der Stadt. Aber wenn du dein Gesicht hast, 500 Euro, Bruder. Und ich finde deine Mutter. Im schlimmsten Fall nimmt eine Bande aus Rockern und Clan-Mitgliedern den Chefermittler selbst ins Visier. Das Online-Portal der Bild verhilft diesen Gangstern zu einer Öffentlichkeit. So findet ihre Morddrohung an Sjors Kamstra massenhaft Gehör. Ein spektakulärer Münzraub im Berliner Bode-Museum sorgt heute für Aufregung. Es geht um eine sehr große und sehr wertvolle Goldmünze. Ja, hier wurde ja die berühmte Goldmünze entwendet. Ich habe mir nur gedacht, so krass, krass, haben sie geschafft, so weißt du. So, guck mal, ich denk, also wir denken anders. Also die Jungs so wie ich so, denken anders. Denke ich, okay, krass, Respekt, die haben geschafft. Ein Deutscher würde sagen, ey, scheiße, Alter, die haben
die dann wieder kacke gemacht. Weißt du? Aber ich hab mir, okay, krass, die haben ihr Geld gemacht, so. Und so leicht kann man auch nicht irgendwo einbrechen bei so einer Münze, oder? Die Münze war auch recht groß. Richtig? Wie die Polizei bestätigte, raubten Einbrecher das etwa 100 Kilo schwere Stück unbemerkt aus dem Gebäude. Sie seien wahrscheinlich mit Hilfe einer Leiter von den angrenzenden S-Bahn-Gleisen eingedrungen. Ermittler vermuten, dass die Münze längst eingeschmolzen wurde. Aus den Clans ist Ähnliches zu hören. Das Gold mehrt den Familienbesitz. Wir gehen auch davon aus, dass die Clans ihr Vermögen teilweise hier in Deutschland oder in Berlin legalisieren, Immobilien kaufen etwa. Zu dem Thema Ehrenmann. Der Ehrenmann finanziert die Familie. Der Ehrenmann macht das, dass der Kühlschrank voll ist. Der Ehrenmann macht das, dass deine Brüder gut angezogen sind und dass sie nicht verhungern. 3 junge Diebe unterwegs zum Bode-Museum. Im Schutz des Jugendstrafrechts. Künftige Ehrenmänner vor dem Einbruch. Natürlich feiere ich das. Weil es unsere Leute sind, weil die es gemacht haben, weil die sich das getraut haben. Wem würde es denn auf Gedanken kommen, die Goldmünze zu klauen? Das Gold ist ihnen sicher. Deshalb wünschen sich Ermittler einen harten Zugriff auf das Vermögen der Clans. Wenn man konzeptionell bestimmte kriminelle Gruppen verfolgt, muss man gucken, wo sind sie verwundbar. Ja, verwundbar sind kriminelle Gruppierungen, die ihr kriminelles Tun auf Profit ausrichten. Dann, wenn man ihnen das Profitmachen unmöglich macht, also das Verhindern, dass es so weit kommt, und wenn man kriminelle Gewinne erzielt hat, dass man sie ihnen wieder wegnimmt. Das Letzte ist jetzt das Thema zur Frage der Beweislastumkehr. Ich bin noch immer der Meinung, aber ich stehe damit tatsächlich so ein bisschen alleine, dass wenn ich jemandem eine Straftat nachweise und er mir dann sagen muss, pass mal auf, jetzt will ich aber wissen, dass all das, was du hier hast, aus legaler Quelle kommt. Das wäre die Beweislastumkehr. Anhand dieser Videobilder hat eine Polizistin ein Clan-Mitglied schließlich am Gang erkannt. Die Videoüberwachung und Videoaufnahmen führen zu schnellen Ermittlungserfolgen. Wenn man sich gerade die Fälle in letzter Zeit ansieht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Fall gibt, in dem Bilder veröffentlicht wurden, bei denen der Täter nicht kurz oder lang gefasst oder sich gestellt hat. Auch der U-Bahn-Treter von der Hermannstraße wurde mit Hilfe von Videoaufnahmen gefasst. Was hat der Hurensohn davon, dieser Bastard, ehrenloser Bastard, gehabt? Was hat man davon, will ich mal wissen, wenn ich diese Frau einfach runtertrete? Mir bleibt das Herz stehen, wenn ich an diese Bilder denke. Und wenn ich denke, mir oder einem mir nahen Menschen wäre das passiert, möchte ich bitte, dass das aufgeklärt wird. Auch deshalb hat sich Susanne Trampe als freiwillige Testperson gemeldet. Für den Versuch zur Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz. Da ist die zweite, da oben ist die dritte, da ist die vierte. Der Protest gegen das umstrittene Projekt überzeugt sie nicht. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, wenn alle gefilmt werden? Also die meisten von uns sind ja nicht kriminell und haben nichts zu verbergen. Und deshalb will ich sagen, es ist gut, dass wir hier mit dieser Aktion auf das Modellprojekt am Südkreuz aufmerksam machen. Die Videoüberwachung ist längst ein politisches Streitthema. Und was diese Überwachungstechnik aber tut, das ist intensiv in unsere Persönlichkeitsrechte, in unsere Privatsphäre einzugreifen. Persönliche Daten von uns allen, wie Bilder, werden von den Kameras erfasst
und von den Computern ausgewertet. Und wir gehen durch diesen Bahnhof und wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert. Das Problem ist ja, um bei den Treppenschubsertaten zu bleiben, die Angriffe erfolgten von hinten. Sie hätten normalerweise eigentlich keinerlei Täterbeschreibung. Es ist so ähnlich wie bei einem Verkehrsunfall. Die meisten Leute werden erst aufmerksam, wenn es geknallt hat und gucken dann hin. So wäre es hier wahrscheinlich auch, dass die Leute erst aufmerksam werden, wenn eine Person die Treppe runterfällt. Und diese Zeit reicht dem Täter oder den Tätern, um hier im Gewusel unterzutauchen, um den Bahnsteig zu wechseln oder den Bahnhof zu verlassen. Und sie werden nie wieder erfahren, wer das war. Erst durch die Videoüberwachung hier können wir dem begegnen. Aber nicht, wenn sich der Täter vermummt. Wie Linksautonome bei ihren gezielten Angriffen gegen Luxusbauten im Kampf gegen Mieterverdrängung. Ein Täter, der sich bei jeder Straftat erwischen lässt, der macht ja nun, dem kann man fast schon Dummheit unterstellen. Und so sind natürlich auch die Täter aus dem politischen Spektrum sehr geschult in der Vermeidung polizeilicher Maßnahmen, sehr konspirativ. Und letztendlich auch, dass diese Täterklientel also auch unglaublich rücksichtslos vorgeht. So wie auf dieser Demonstration gegen Polizisten in der Rigaer Straße. Politisch motivierte Gewalt gilt hier als legitim. Dieses Haus ist der wichtigste Rückzugsort für Autonome in Berlin. Im vergangenen Jahr rechtfertigen diese Bewohner die linke Gewalt. Also ich glaube, dass kein Stein fliegt ohne Grund. Also ich glaube nicht, dass das Leute einfach aus Spaß machen. Es musste hier niemand zwangsgeräumt werden, es musste niemand verdrängt werden. Es war ein ungenutztes Straßengrundstück. Für uns kommt das so an, als möchte man uns jetzt hier vertreiben, obwohl wir selbst von hier sind und auch die Motivation war, etwas hier zu tun, nämlich Wohnungen zu schaffen und selbst zu bauen. In Gemeinschaft gebaut, um sich vor Mieterverdrängung zu schützen. Sandra Knape koordiniert das Projekt. Immer wieder wurde das Haus angegriffen. Die Mehrzahl dieser Angriffe auf unser Gebäude hat stattgefunden während der Bauphase. Dass in die Baustelle eingebrochen wurde und Wasserhauptleitungen geöffnet worden sind, sodass bereits fertiggestellte Geschossteile durch Wasser so zerstört wurden, dass sie erneut abgerissen worden mussten und wieder nachträglich neu gebaut worden. Dann gab es den Angriff auf die Fensterscheiben, sodass die Scheiben vollständig zerstört waren danach. Und das hat auch nicht geendet, als bereits ein Teilbezug von den ersten Wohnungen stattgefunden hat, sodass tatsächlich sogar Wohnungen angegriffen worden sind, die bereits bezogen waren. Die erste Familie ist schon wieder ausgezogen, aus Angst um ihre Kinder. Die Familie von Sandra Knape ist nach den ersten Angriffen erst gar nicht komplett eingezogen. Es war ursprünglich geplant als Mehrgenerationenwohnung von unseren Kindern, mein Mann und meinen Eltern, die dringend Unterstützung brauchten. Aber aufgrund dessen, dass speziell jetzt alle Scheiben unserer Wohnung zur Straßenseite zerstört waren und das genau die Zimmer für meine Eltern waren, konnte ich ihn zum geplanten Zeitpunkt nicht umziehen und musste ihn in ein Pflegeheim geben. Ich
Wir fühlen uns als ein Ventil für die Unzufriedenheit derer, die hier auf der Strecke bleiben. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass wir hier in Kiez viele Menschen und Anwohner haben, die existenziell bedroht sind und nicht mehr wissen, wie diese Mieten noch zu tragen sein sollen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es einen bestimmten Personenkreis gibt, der für mich das aus einem reinen Selbstzweck tut. Aber die Autonomen geben vor, für eine soziale Sache zu kämpfen. Gewalt als Notwehr gegen hohe Mieten. Natürlich ist da ein größerer Konflikt am Laufen. Das ist nicht die Rieger Straße, das ist ganz Berlin. Überall werden Leute entmietet, rausgeschmissen, was auch immer, wird teuer saniert, Luxuswohnungen gebaut oder Luxus saniert. Und natürlich entstehen da Spannungen. Aber die Leute im Haus auf der anderen Straßenseite sind keine Luxussanierer. Die Logik der angeblich guten Gewalt greift bei ihnen nicht. Für mich ist so eine Gewaltform, bei der ich nicht mehr darauf achte, wen ich angreife, mich für keine Fakten interessiere, nicht distanziere, sondern nur ein unbelegbares allgemeines Feindbild ausrichte. Das kenne ich eher aus einer anderen politischen Richtung. Scheiß Schwarze, dummer Neger und dann noch ziemlich viele Witze. So etwas hört Leon, wenn er von der Schule nach Hause fährt. Da saß ich in der S-Bahn, war halt ein bisschen später, weil wir haben halt Putzdienst gehabt und ich war an dem Tag dran, das war ein Montag. Und ich saß schon so in der Ecke, um halt kein Aufsehen zu erregen, weil es ist halt schon so, dass ich da schon öfters was zu hören bekommen habe und so. Und dann kam der rein, hat dann da so ein bisschen also rumkrakeelt, also hat im Waggon so rumgeschrien und so. Dann hat er mich gesehen, dann hat er Heil Hitler gerufen, hat mir in den Bauch geschlagen und ist dann Caro ganz schnell ausgestiegen. Mit der Faust so richtig in den Bauch? Ja, mit der Faust richtig in den Bauch. Der Norden Pankows ist ein Schwerpunkt rassistischer Gewalt. Aber Leons Fall taucht in keiner Statistik auf. Er hat den Schläger nicht angezeigt. Viele Opfer vermeiden das. Ich weiß nicht, ich fühle mich dabei irgendwie unwohl. Das ist schon eher so, dass ich da nicht drüber reden will, wenn es erst gerade passiert ist. Dann möchte ich erstmal irgendwie meine Ruhe haben und dann da selber drüber nachdenken. Jetzt hast du ja darüber nachgedacht und zu welchem Ergebnis bist du gekommen so für dich? Das ist doch besser gewesen, wäre zur Polizei zu gehen. Warum? Weil es mir ja nochmal passiert ist. Und vielleicht hätte sich das dann, sagen wir mal, in diesen Kreisen, wo ich jetzt immer sage, die Rassisten sind, vielleicht hätte sich das irgendwie rumgesprochen. Und vielleicht gehörte der ja dazu, aber das weiß ich auch nicht mehr. Weiß ich ja auch nicht. Aber vielleicht hätte ich dann keins aufs Auge bekommen oder so. Unterwegs lebt Leon mit der Angst, dass es immer wieder passieren kann. Und damit, dass er dann alleine ist. Also es haben mindestens 10 Leute, 11 Leute gesehen. Und die haben einfach nichts gemacht. Und zwei, drei von denen sind dann halt gekommen, um mir zu helfen. Das war schon ziemlich erschreckend. Osten, Lichtenberg, Marzahn. Es sind kein Kanaken da und die Deutschen gucken dich so
hässlich an, so als ob die noch nie einen Ausländer gesehen haben. Da muss man doch nicht gleich alle arabische Kurden oder alle Türken oder alle Afghaner oder was weiß ich was alle in einen Topf reinstecken, dass alle gleich sind. Bundesinnenminister de Maizière hat das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung gegen die Kritik von Datenschützern verteidigt. Wir testen hier an diesem Bahnhof auf freiwilliger Basis, ob mithilfe moderner Technik in bestehenden Videokameras die öffentliche Fahndung nach Terroristen, nach Gefährdern, nach schweren Straftätern verbessert werden kann. Susanne Trampe ist auch da, als sich der Innenminister die Gesichtserkennung demonstrieren lässt. Das System erfasst ihr Gesicht sofort. Wenn Verbrechen passieren, will ich, dass die aufgeklärt werden. Und ich will natürlich, dass sie möglichst verhindert werden. Ich persönlich würde mir ein bisschen mehr wünschen, weil ich registriere einfach, dass in Berlin Taschendiebstähle und Kleinkriminalität zunimmt. Und das finde ich arg. Und das würde ich hoffen, geht mit solchen Überwachungskameras doch ein bisschen zurück, diese Art der Kriminalität. Seit dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt hat sich einiges in Berlin verändert. Vielen erscheint die Technik jetzt als Garant für Sicherheit. Das Gespräch hatte ich auch schon mal mit einem Computerfachmann, der Meinung war, man könnte einen Großteil der Streifenpolizisten einsparen, indem man diese Parameter einem Computer mitteilt. Und der Computer den Verein selektiert, wer kontrolliert werden soll. Der Punkt ist, diese Parameter, dazu brauchen sie eben die Straßenerfahrung. Es gibt ja kein Handbuch, wo das drin steht. Sie werden verschiedene Bewegungsmuster dem Computer erklären können, ob das immer so zum Erfolg führt. Wenn das gelänge, dann wäre das ein unglaublicher Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und dann können wir entscheiden in etwa einem halben Jahr, unter welchen rechtsstaatlichen Bedingungen im Einzelnen diese Technik auch flächendeckend eingesetzt werden kann. Sicherheit? Was für eine Sicherheit? Für mich bedeutet Sicherheit, dass ich ohne Angst mich in dieser Stadt jederzeit und jeder an jedem Ort bewegen kann und dass ich ohne Angst überall in dieser Stadt auch leben kann. Also man kann nach Hause kommen und sich wohlfühlen und denken, das ist alles in Ordnung. Was bedeutet für mich Sicherheit? Sicherheit bedeutet für mich, offen auf der Straße rumzulaufen. Überall hingehen zu können, ohne Angst vor Überfällen oder allzu übler Anmache zu haben. Nein, ich fühle mich von gar keinem bedroht. Sowas gibt's auch nicht. Ich fühle mich immer sicher, ja, und wird auch sicher bleiben. Sagen wir mal so, ich muss um meine Sicherheit persönlich kämpfen.